Katakomben-Special, würde ich mal sagen. My camera's gone and he's left us alone, taking my camera, Alter, deep in the Paris catacombs. Catacomb Explorer. Okay, also das waren wohl gerade Aufnahmen von jemandem, der da verschollen gegangen sein soll. Ich erkenne diese Stelle wieder. Wir sind genau da über die Mauer geklettert letztes Jahr. Wir gehen rein in das Video Robbed and Abandoned in the Paris Catacombs. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier krasse Drohnenaufnahme schon mal. This is so ridiculous, like actually so ridiculous. Fucking robbed and left in the fucking gag. Why anyone would do this to someone else? Ditch them in an underground tunnel network in another country they do not know their way around. What is going on, guys? Nightscape here. Okay, krass, also er scheint echt ausgeraubt worden zu sein in den Pariser Katakomben. I'm back once again. Okay, so today, this video, unfortunately, is not the video that I wanted to make. This is not the title that I wanted this video to have. This video was supposed to be a fun, exciting video of the Paris catacombs, showing you guys how incredible they were, how amazing they look, and yeah. But unfortunately, we got snaked. So essentially what happened was me and Dibs took a very spontaneous trip to Paris with the idea that we were going to go to the catacombs, make a video, and have a great time. Unfortunately, it didn't go that way. We were essentially set up with a guide who we thought was trustworthy, but he ended up walking us into the catacombs, stealing my camera, and leaving us abandoned in the Paris catacombs with no map, no food, and no water. So unfortunately, I lost quite a lot of footage. Luckily, I was able to save the footage from the first day of the trip, from when we decided to go to Paris to actually when we got there and the first day. So I'm going to show you that now, and then you will see the footage will pick up from when we realized that he'd stolen my camera and abandoned us. Also die haben da irgendwen getroffen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, oder vielleicht sogar ein Guide. Die wurden ausgeraubt und dann einfach zurückgelassen, irgendwo in den Katakomben, hatten nicht mal eine Karte. Also vielleicht hatten wir letztes Jahr echt nur Glück, dass wir nur nette Menschen getroffen haben. Vielleicht wird das dieses Jahr alles ein bisschen anders ausgehen. Wir werden sehen. This guy literally stole my camera and left us in the Paris catacombs alone. So yeah, here you go. Hope you enjoy the video. Let's do this. Heftige Aufnahmen. Okay, guys, right now we are standing in front of the Eiffel Tower. It is twinkling away, and we basically met up with some photographers from Paris. And now we're about to go and hit some rooftops and yeah, should be mad. Let's do it. Okay, Leute. Wir wollen jetzt aber mal sehen, dass es hier in die Katakomben reingeht. Okay. Alright, you ready? Yeah. Okay, so. What just happened? Okay. What just happened? Essentially what happened was, we came with a guy called Tainted, who we met on Instagram, and we got to this room, we got pretty deep, we came in, we've been walking for a good 20 minutes, and then we went to go get some pictures. He stayed here with my camera and our bags. After about a few minutes, he said he was going to pee. We said, okay, cool. And then we came back, he hasn't returned, it's been about 20 minutes now. My camera's gone and he's left us alone, taking my camera, Alter, deep in the Paris catacombs. So also erstmal auch schon selber schuld, sich da auf irgendwen zu verlassen, den man nur von Instagram kennt. Ich meine, so ist es ja halb so wild.
wenn jetzt nur die Sachen weg sind und es nicht zu irgendwie Auseinandersetzungen kommt. Stell mal vor, der würde noch verprügelt worden sein oder dem hätte der eine Pistole vors Gesicht gehalten oder so. Ich meine, er sieht auch schon aus wie so ein Bubi, wisst ihr? Also jemanden, den man abziehen kann. Ich weiß nicht, wie Leute reagieren, wenn dann so ich vor denen stehe oder sagen wir mal Hubi oder Alex, Ruthless Cat. Ich meine, Hubi ist halt wirklich 2 Meter noch was groß und das ist halt wirklich ein Panzer. Und Alex ist halt auch die übelste Maschine, der macht auch Kampfsport und so. Aber das bringt dir halt alles nichts, wenn dir jemand eine Knarre vors Gesicht hält. Was willst du denn dann machen? Da gibst du denen deine Sachen, was die haben wollen, gibst denen dein Geld, dein Handy, was auch immer und sagst, ey, hier, bitte knall mich nicht ab. Jetzt so ganz ohne Widerwillen würde ich meine Sachen auch nicht hergeben, es sei denn, er hat wirklich eine Pistole oder ein Messer. Aber guck mal, wir sind 12 Leute. Jeder von uns hat einen Rucksack dabei, der 20 Kilo wiegt. Wie viel, ey, da müssten ja wirklich erstmal 15 Leute kommen, die uns überwältigen und uns die Sachen wegnehmen. Elektroschocker wäre vielleicht nochmal eine Idee. Pfefferspray ist ganz dumm. Wobei auch es dumm wäre, wenn da jemand eine Pistole hat, du kannst die Pistole da unten nicht abfeuern. Das gibt so einen Knall, da platzt dir selber das Trommelfell weg, wenn du eine Pistole abfeuerst. Also das wäre auch schon ziemlich dumm. Ja, es sind halt alles so viele Sachen, die man eigentlich bedenken muss. We're a bit like not sure what to do at the moment. But look, let me show you guys. Like this is we don't really know the way back. Like we're not sure of the way back. We don't know the way back. So we're like stuck underground and we found this. This ladder. Which is very, very tall. Ach du Scheiße. Die sind aber wirklich tief drinne. Weil bei uns waren auch öfter mal so Gullideckel oben. Aber das war nicht so hoch. It's completely locked. Completely locked. So we literally don't know the way out. And we're stuck deep under Paris. We've got a bus back to London at 9 a.m. Okay, I mean, so like, this is pretty crazy. I've never really been in a situation like this. So now this vlog has taken a turn from Paris catacombs to stuck in Paris catacombs. From a fun urbex vlog to literally like we could fucking die. We won't die, but it's like, it's just like, it's crazy because like, he was such, did you shake your head? Yeah. Yeah, it's crazy because like, he was such a nice guy as well. We thought he was so cool. We invited him to London. Everything, and now like, he's done this, and it's just like, you don't do that, man. That's just crazy. Like, who does that? Start trying to get out while we still got batteries and torches and shit. Yeah. Okay. Alright, guys. Wo ich mich aber auch gerade wieder dran erinnere, letztes Jahr haben wir ja so viele Leute getroffen und mit einer Gruppe haben wir zusammen in einem Raum gesessen und das waren wirklich richtig entspannte Typen. Und denen haben wir erzählt, dass wir Geschichten gehört haben, dass man in den Katakomben ausgeraubt wird. Und da haben die gelacht. Die haben gelacht. Also das hat halt echt den Eindruck gemacht, als wäre das totaler Quatsch. Und jetzt sieht man hier sowas. Ja, man weiß halt auch nicht hundertprozentig, ist das echt? Also ist das vielleicht doch nur gefaked, das Video hier? Und wie sieht das aus, wenn wir wirklich in andere Bereiche gehen, als wir letztes Jahr waren? Wir werden in solchen Räumen pennen, wo die sich hier auch gerade aufhalten. So, yeah, from now I'm gonna be vlogging, trying to get out of the Paris catacombs and yeah, let's do this. This is so ridiculous, like actually so ridiculous. We've been fucking robbed and left. Oh, I've got an idea. What? Okay, there's loads of these. So I think we should take these with us and just make a trail. Put them yeah, in let's like, just stock up on them. There's so many. Yeah. So yeah, we're gonna make a trail out of these to try to find our way out. This is mad. This is a fucking joke. It was such a good trip as well. Like it was so much footage, we'd done so much stuff. It was so sick. And then okay, krass, also die sind da 30 Minuten rumgelaufen und haben gemerkt, dass sie den Weg nicht wiederfinden würden, auf dem sie gekommen sind. Und dann haben sie sich entschlossen zu warten, dass andere Leute kommen, die da erkunden. Und die haben 2 Stunden gewartet und dann ist wohl wirklich jemand gekommen. Er ist aber auch schon echt leichtsinnig, irgendwie ohne eine eigene Karte
auf dem Handy zu haben oder so, da reinzugehen. Es muss sich jeder mit der Karte auseinandersetzen, weil wenn irgendwas passiert, dann muss jeder in der Lage sein, diese Karte zu lesen. Okay, so it's 2:09 a.m. right now. I've got 12% battery and no service. I'm gonna try and go to the top of this ladder. Hopefully we can get service. But yeah, if not, we're just gonna have to try and make our way out. Thing as well, you might be thinking und gucken, ob er Empfang kriegt. This is fake, but I promise, I swear on my life, this is not fake. This is actually happening. Abandoned. Hey, wie hoch ist das bitte da an der Stelle? I got work Friday, reckon I'll make it. Boah, das geht ja richtig weit hoch. Music. Alter. Okay, man hört Musik. Das ist nämlich ganz oft, das wurde uns letztes Mal auch im Vorfeld schon gesagt, man soll immer mit Musik auf dem Handy da rumlaufen, damit andere Leute wissen, da kommt jemand. Weil es sind doch oft enge Gänge und wenn man da mit 5 Leuten jeweils aufeinander trifft, dann ist es sehr schwierig, wieder rückwärts zu gehen. Deswegen soll man immer laut Musik laufen lassen haben. Und jetzt hört man hier, also wir haben letztes Jahr auch alle, die wir getroffen hatten, die hatten alle laut Musik laufen. Und jetzt hört man hier Musik. Aber so richtig kranke, klassische Musik. Finde ich mega gruselig. Ich glaube, ich lade mir auch auf mein Outdoor-Handy dann so richtig, richtige Psychomusik drauf. Alter, wie krass. Yo! Yo! Ey, wie krass, Alter. Komm. Yo, man. Yo. Came here with a person. Yes. Catophile. With a catophile. I see nobody. Nobody. He took my camera and left. Wo ist der Untertitel hin? Here. Ah. Here. This is us? Yes. Here. Exit. Fuck that. He asked us if we wanted to see. Merci, merci. Thank you, thank you. Mate, how am I going to get my camera back? Well, I don't know if you are going to be able to. Wait, what? Hey, da haben die aber richtig Schwein gehabt, ne? Dass die da jetzt wen gefunden haben, der denen hilft. Do not drop it, please. Oh, yeah. What a night. What a night. What a fucking night. This is the water that we went through to come here. You sweet? Hier wird gerade im Chat geschrieben, Respekt mit kurzer Hose. Seid mal gespannt auf mein Katakomben-Outfit für dieses Jahr. Ihr werdet ausrasten, ey, ihr werdet euch totlachen. Halb nackt und Badehose, ganz genau. Aber nicht nur irgendeine Badehose. I can't believe it, man. It was such a good trip as well. It was going so well. And pretty much all of my footage is gone as well. I've got like one day. Neoprenanzug, Chrissy, ey. Der Gummistiefel ist, glaube ich, auch eine ganz schlechte Idee. Wenn, dann brauchst du richtig, richtig bequeme Gummistiefel. Du läufst dir sonst Blasen, genauso wie Warthose. Alright, guys. We're out of the catacombs. I think now me and Dibs, we're just like a bit baffled, really, as to what has just happened. I mean, like, he took us down there. He seemed like such a nice guy. We were nice to him. There was nothing bad. Like, it was just a normal situation. We got deep into the catacombs. We sat down. We told him that we had no map, no food, no water. He knew that. And still, he goes on and robs me
and leaves us deep in the catacombs. Like, I don't get what kind of person does that to someone. It's just, I really just don't know what to say, really. Like, I don't know. Ja, also ich hätte jetzt gerne mal den Ausgang gesehen, den die genutzt haben. Die scheinen auf jeden Fall einen Ausgang benutzt zu haben, als wir letztes Mal benutzt haben. Und wenn die eine halbe Stunde unterwegs waren, bis zu dem Punkt, wo die ausgeraubt wurden, dann waren die nicht so tief drinne, wie wir drinne waren. Remember to like, comment and subscribe. I'll see you guys very soon. Das Video heißt Francis Friedland, Paris Catacombs. Ich glaube, das ist dieses Footage, was angeblich in den Katakomben gefunden wurde von jemandem, der dort verschollen gegangen ist. Aber wir gehen rein in das Video vom Kanal IKS Explorer. Ich glaube aber, dieses Video ist fake. Kein Untertitel verfügbar. Sorry schon mal an der Stelle. Oh, jetzt brennt's in der Nase, ey. Ganz kurz nochmal dazwischen, wenn ihr das jetzt hier auf YouTube seht, ich habe zwischen den beiden Videos, die wir gerade geschaut haben, diesen Chip gegessen. Ist jetzt circa 20 Minuten her. Meinem Bauch geht es gar nicht gut und meine Nase fängt auf einmal an zu brennen. Ich glaube, weil ich diesen ganzen Schleim aus der Nase rausgerotzt habe, der in meinen Nebenhöhlen war und auch mit diesem Chili in Kontakt gekommen ist. Also, wenn ihr das hier seht, gerne auch auf meinem Zweitkanal vorbeischauen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da werdet ihr bald das Video sehen, wie ich mir diesen Chip reinhaue. Und jetzt weiter hier im Programm. This video camera was found deep in the catacombs. It was picked up by a catacomb explorer. So. Okay, also das waren wohl gerade Aufnahmen von jemandem, der da verschollen gegangen sein soll. Und dieser Typ sagt jetzt gerade, es wurde diese Kamera gefunden und da waren diese Aufnahmen drauf. The people who wandered down there. It was given to me. I looked at the tape. It's very bizarre. It's a point of view shot. Point of view shot is somebody just walking forwards with the camera. So basically he's filming what he's seeing. Endless. Very deep. Also das ist schon richtig, richtig creepy, ey. Richtig creepy. Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, unscharf, verwackelt und diese gruselige Musik dazu. Stellt euch mal echt vor, das ist echt. Und diese Kamera wurde echt gefunden und da ist jemand verschollen gegangen. Leute, seid gespannt, die Aufnahmen werden gleich noch richtig krass. Inside the catacombs, other than the point of view shots, are pictures of bones. Human bones. Ja, die Knochen. These were the poor Parisians who died over the last 1000 years. This person occasionally stops and he photographs bones, often in the shape of an arrow. These arrows point in a direction. Okay, da sind Knochen, die in Form eines Pfeils auf den Boden gelegt wurden. So he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. Also um diese Knochen zu finden, um zu diesem Knochenbereich zu kommen, muss man circa 4 bis 5 Stunden durchmarschieren. Also von dem Eingang, den ich kenne. Und dann ist es aber auch so, dass die Knochen nicht einfach in diesen normalen Gangsystem liegen, sondern da sind Wände aufgebrochen, wo dann die Knochen drinne sind. Das heißt, diese Knochen wurden irgendwann in den letzten 500 Jahren wurden diese Knochen von den ganzen Pariser Friedhöfen in diese Gänge reingeschmissen und dann wurden diese Gänge mit den Knochen aber versiegelt. Und irgendwelche Leute haben aber irgendwann diese Gänge wieder aufgebrochen. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind Gänge, die sind eigentlich 2 Meter hoch, aber die sind 1,50 Meter hoch mit Knochen gefüllt. Da liegen Knochen von über 6 Millionen Menschen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. So wie ich gerade diesen Chip hier, der gerade in meinem Magen richtig, richtig Party macht.
What happened to him? Nobody knows. Ja, normally I'm a... Man weiß wohl nicht, was mit dem passiert ist, der diese Kamera da verloren hat. Ne? Also das, ich glaube halt, es ist fake, aber stellt euch mal vor, das ist echt. Freelance, filmmaker, I shoot anything from fashion to documentaries. Attendez, je suis pas prêt. I mean, there are 400 miles of tunnels like this. So I brought the tape to a cataphile, an urban explorer. Cataphiles are strange people. They're people who have this passion for the catacombs. These people go down there to find new passages, new entries, new bones, new skeletons. Lazar is probably the... Genau, also er hat dieses Filmmaterial einem Cataphile gezeigt. Cataphiles sind Leute, die sich sehr für die Katakomben interessieren und fast schon ihr Leben den Katakomben widmen, die immer wieder darunter gehen, nach neuen Bereichen suchen, nach neuen Knochenbereichen. Und man könnte schon fast sagen, dass die Truppe vom letzten Jahr, mit denen ich in den Katakomben war, und jetzt wieder zurückkehren, um nochmal da reinzugehen und noch mehr zu erkunden, dass wir uns schon Cataphiles nennen könnten. Person in Paris who knows the catacombs better than anyone. So according to Lazar, the person is not someone who knew his way around. My intention right now is to go down with a still photographer, Vincent, a friend. I'm also going to take an excellent sound man, Francis, to spend some time in the catacombs and try to solve the mystery. There are ways to match things up, to try to identify where this person was in the catacombs. At times you'll see there's signs, painted signs on the wall, which is not uncommon. People have been painting in the catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace the itinerary. Okay, die versuchen jetzt anhand dieser Zeichen, die an die Wände gemalt wurden, diesen Bereich zu finden, wo dieser Mensch, der das gefilmt hat, ja, unterwegs war. To some extent. After about 40 minutes of these point of view shots and these pictures of bones, the person begins to walk faster and faster. Then he begins to run. We hear his breathing get louder and louder. Okay, krass. Also derjenige, der das gefilmt hat, ist da irgendwie 40 Minuten lang rumgelaufen, hat gefilmt und auf einmal hat er angefangen zu rennen. Immer schneller und schneller zu atmen und ist hektisch geworden. Also man könnte halt glauben, dass er irgendwas gesehen hat oder irgendwas gehört hat, was ihn sehr viel Angst eingejagt hat oder vielleicht sogar festgestellt hat, dass er sich verlaufen hat und in Panik gerät. As though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, he drops the camera. He just dropped. The camera just drops on the ground and keeps rolling. And you see his feet just run away. Oh, shit. And it keeps rolling until it runs out of tape. Francis and I are going to now meet the director of the Catacombs Museum, who has nothing to do with the cataphiles, doesn't even want to know about the cataphiles, but he may have some information and hopefully he can let us look at some maps of the catacombs. In Paris, you have as many miles of tunnels underground as there are streets above ground. No one knows just how many passageways exist in the catacombs, but we believe that they go down over 300 feet. Some are filled with water, and many tunnels have collapsed over the years. It's an enormous maze. Ja, also viele Tunnel sind eingestürzt über die Jahre. Viele Tunnel sind gefüllt mit Wasser. Ich habe mich ja jetzt auch mit der Katakombenkarte viel auseinandergesetzt. Und da sind wirklich Bereiche, die sind gekennzeichnet zum Beispiel als der Pool. Je nach Wetterverhältnissen stehen diese Tunnel komplett unter Wasser. Wirklich komplett. Also da musst du dann wirklich durchtauchen, um da durchzukommen. Wenn es lange nicht geregnet hat, dann kann man da vielleicht auch so durchkommen. Seven levels to it, spreading under the entire city. Boah, sieben Etagen gibt es wohl noch. Meine Karte, die ich habe,
zeigt gerade mal nur eine Etage, ne? How do you get into the catacombs? Illegally, of course. And the idea is... Krass. Das ist genau dieselbe Stelle, wo wir letztes Jahr über die Mauer geklettert sind. Das ist genau derselbe Eingang. Ist das heftig. Ich erkenne diese Stelle wieder. Wir sind genau da über die Mauer geklettert letztes Jahr. To find an entrance. The problem is that the authorities keep shutting them down. Das, bei uns war da ein Zaun noch oben drauf auf der Mauer und wir mussten noch über die Mauer, über den Zaun drüber klettern. Apparently Lizar has found a new way to get in. But it's way out genau from the center of town. It's actually on the edge of the city, through the railroad tracks, for about a mile. And then there's a little hole in the ground. They have to crawl through it. And he could still be down there. Maybe he found his way out. Nobody knows. We'll try to solve the mystery if we can. So the trick is to wash not only your feet, but your head. I have never been very deep into the catacombs before. Very few people have. I don't know what to expect. Already when you enter the catacombs, the first few hundred yards are already scary. You have to crawl. You can bump your head. It's pitch black. As you're walking, you trip upon rocks, holes. You can fall. Ja, also da sind überall Löcher im Boden, Steine auf dem Boden, das Wasser geht einem teilweise bis zu den Knien, du siehst die Steine nicht, die unter Wasser sind, du musst jeden Schritt bedacht setzen, damit du nicht stolperst, da sind Löcher, wo du dich durchrobben musst. Puh, ey, ich bin jetzt schon, wenn ich das sehe alles, ne, bin ich schon wieder ein bisschen aufgeregt. Pretty deep. Really, the tunnels are so incredibly vast. Our chances of finding the lost man are probably very slim. Ja, also es sind halt wirklich 300 Kilometer Tunnelsystem. Hinzu kommt 200 Kilometer unerforschtes Tunnelsystem. Und die sagen auch gerade, es die Chancen, dass die den finden, der da seine Kamera verloren hat, sind sehr, sehr, sehr gering. Wir waren letztes Jahr 8 Stunden unterwegs und wir haben vielleicht 2% gesehen. Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die wirklich überall waren in den Katakomben. Fréquenté, où il y a des graffitis, représente quand même. But we do know by looking at his video that he got as far as these lower levels, where we are now. 107 Fuß unter der Straße. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel 107 Fuß sind. Weil wir waren, glaube ich, gerade mal 15 bis maximal 30 Meter tief. Ja, okay, 100 Fuß sind 30 Meter. Okay. Ist das okay? Okay, 60 Meter. 60 Meter tief unten jetzt. Da waren wir nicht. Anybody can get lost in here. Anyone can get lost in here. Alter. I mean, imagine just running out of batteries on your flashlight. You're dead. It's true. I mean, just... Ja. Ja, wirklich. Wenn deine Taschenlampenbatterien ausgehen. Wirklich, wenn du da im Dunkeln stehst. Dann war's das mit dir. Das war's. Okay, gut. Alter, 90 Meter tief? What the flying fuck? This is my own opinion, but this is far too deep for an amateur to be messing around. He must have lost his way down some passage and died. There's a manhole up there, which is supposed to be open.
to get out, but apparently it's locked or Lou Rose having a difficult time. Open me up. You're gonna have to backtrack and walk back the 5 or 6 miles that we had coming here. Okay. Jetzt sind sie bei einem Ausgang, wo die eigentlich raus wollten, und der ist abgeschlossen. Stell mal vor, wir sind dann 48 Stunden drinne. Ich muss pupsen, der Chip kommt durch. Und stell mal vor, wir sind da 48 Stunden drinne, wollen wieder raus, und der Ausgang ist zugemauert. Don't die on us in the meantime. So close and yet so far. We're 10 feet from freedom and we can't get out. It's about 60 feet from here to the street. Well, it looks like a manhole. There's no way to get out of there. You need to be a mountain climber to get out of there. Wieder 90 Meter tief. I think I saw this on the tape. This figure. Okay, jetzt haben sie diese Wandmalerei gefunden, die sie auch in diesen Footage, in diesen Aufnahmen gesehen haben. Da war dieser Typ unterwegs, der seine Kamera verloren hat. Und die wollten eigentlich schon wieder raus, ne? Die suchen jetzt einen anderen Ausgang. But the arms outstretched, the legs outstretched. And I think after this, the camera turns right. Oh. Noch tiefer drinne. Die Knochenpfeile. Kolibri, das wird sein. I'm standing on dozens of corpses just walking on them. Oh, mit diesen Gummistiefeln, ne? Alter, aua. You can't see the bottom. I don't even know how deep this is. You could be walking on thousands of corpses here. Look how deep this thing is. It looks like the killing fields. C'est que Charles-Axel Guillaumeau voulait pas rechercher la mission. According to Lazard, if you search through these catacombs, you could find the gate to hell. Ja. Das ist, was er gerade gesagt hat und hier auch gerade im Chat kommt. Also, man hat das Gefühl, man ist am Tor der Hölle angekommen. Perhaps this person found it by accident. This is the gate to hell. Zwölf Stunden, ey. Ich war da 8 Stunden drinne und ich war tot. Ich war komplett fertig. We didn't solve the mystery. I don't think anyone ever will. There's too many miles of tunnels in there. We'll never understand what frightened whoever it was that dropped the stake. Ja, er hat jetzt gerade nochmal gesagt, dass das Mysterium von dem Video nie aufgeklärt werden wird. Und ich habe hier noch ein Video gefunden, das geht nur eine Minute, das heißt Paris Catacombs Found Footage, also auch Videomaterial, was gefunden worden sein soll. Das schieben wir mal gleich hinterher.
Das ist der offizielle Eingang, also für das Katakombenmuseum. Boah, wie gruselig, ey. Shit, Alter, das war krass gemacht. Das war krass. Ey, Leute, ohne Spaß, wenn ihr das hier auf YouTube seht, in den Stream-Highlights, lasst was in den Kommentaren da, haut eine Bewertung rein. Das war jetzt hier so ein kleines Katakomben-Special, würde ich mal sagen. Und wir gucken uns jetzt hier im Stream aber noch weitere Videos an aus den Katakomben. Und deswegen werden noch weitere Stream-Highlights kommen. Leute, lasst euch gut gehen. Haut rein, ciao.